So, liebe Basketballfreunde, liebe Eishockeyfreunde, liebe Baseballfreunde, liebe American Footballfreunde, liebe US-Sportfreunde, ich möchte euch heute mit auf eine Reise, auf eine kleine Reise zu einem ganz besonderen Video aus meiner Sicht mitnehmen. Und zwar möchte ich euch mal das ganze Merch bis auf eine Ausnahme vorstellen, was ich mir in unserer USA-Sportreise 2019 im Oktober mit den Jungs von Toppers TV und noch anderen Leuten zusammen gekauft habe. Wir waren insgesamt dann 13 Leute über die Tage. Es war ein super geiler Trip. Es war der Sporttrip meines Lebens. Und jeder dieser Artikel erzählt eine eigene Geschichte. Denn ich sage mal, im Grunde genommen kann man sicherlich die Sachen, so wie sie hier auch liegen, selbstverständlich im Internet bestellen. Aber das ist Sportgeschichte live. Und ich möchte einfach mal anfangen. Dabei geht es mir gar nicht darum, euch alles chronologisch zu zeigen, also zu sagen, das war unser erster Tag, sondern ich fange einfach mal an mit den Artikeln, wie sie hier liegen. Sehen wir uns zum Beispiel mal hier den Original Six Puck an. So, da seht ihr das. Rangers, Blackhawks, Canadiens, Maple Leafs, Bruins und Detroit Red Wings drauf veredelt, beziehungsweise drauf verewigt. Den hat es gegeben im Fanshop von den New York Rangers im Madison Square Garden. So, dann nehmen wir uns den mal. Das ist ein sogenannter Used Puck von den New Jersey Devils, also einer, der schon benutzt worden ist. Den gibt es dort im Fanshop in New York, in Newark geschrieben, der Ort. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Dort, wo die New Jersey Devils auch standesgemäß spielen. Das war unser letzter Sporttrip. Da habe ich mir den im entsprechenden Fanshop gekauft. Ich finde das so schön, dass jeder dieser Artikel seine eigene Geschichte hat. Das ist für mich einfach nochmal, ich merke es jetzt selbst, wo ich die Artikel einfach in die Hand nehme. Emotion pur. Ich finde das total schön. Das ist hier auch ein Puck von den New York Rangers. Happy Thanksgiving. Thanksgiving und Halloween ja in den USA ganz hochgehängte ja, Feiertage, Ereignisse. Und das finde ich immer wieder schön. Und hier einfach mal so ein passender Puck von den New York Rangers. Auch den habe ich mir im Fanshop von den New York Rangers im Madison Square Garden gekauft. Dann, wie ihr seht, habe ich meine Mützensammlung gleich mal, ich würde fast sagen, verdreifacht. Hier ein Cap von meinem Lieblingsteam, ein 39 in Large oder X-Large. Die haben hier hinten diesen Gummiband, daher sind sie relativ flexibel und an verschiedene Kopfgrößen auch ganz gut anpassbar. Finde ich schick, ist mal von der Farbe was anderes, nicht immer dieses, ich sag jetzt mal Patriots, lila sozusagen. Sehr schöne Mütze, ich trage sie total gerne, aber jetzt haben wir natürlich Winter, da geht das Ganze schon in die Wintermützen über. Ihr seht hier auch noch andere Sachen, ich komme gleich dazu. Nehmen wir mal die Mütze, eine ganz, ganz eigene Geschichte. Lieber Jan, wenn du das Video siehst, ich bin mir sicher, dass du mal reinschaust. Wir beide ja schon bei der Ankunft 16:45 im Hotel gewesen in New Jersey. 19 Uhr war das Yankees-Spiel gegen die Houston Astros. Auch dieses Video gibt es unter anderem auf meinem Kanal zu sehen. Mit den ganzen Sportemotionen ungeschnitten. Dem Jan und mir sind bei dem Sieg sämtliches Bier und Fastfood um die Ohren geflogen. Und zwar wortwörtlich. Ihr seht es auch am Ende des Videos. Einfach nur geil. Das wird mich immer daran erinnern, auch lieber Jan, dass du dabei warst. Und die Mütze ist insofern auch was Besonderes, denn sie hat hier diesen Postseason-Aufdruck. Und ja, allein schon deshalb, auch so wie die Patriots-Mütze ansonsten gearbeitet, gleicher Stil. Die hat jetzt hinten nicht das Band, was zu ist, sondern hier kann man hier kann man die Größe selbst erstellen, aber ansonsten trägt die sich eigentlich ähnlich. So, kommen wir mal zu dieser geilen Mütze. New York Rangers, das war unser zweiter Trip im Madison Square Garden. Wir haben die Rangers zweimal gesehen, Dienstag und Donnerstag in der betreffenden Woche. Auch die beiden Videos findet ihr bei mir auf dem Kanal in dieser Playlist, wo ihr auch dieses Video seht. Schaut mal rein, richtig geil. Ja, das war so ein besonderer Artikel und zwar, die haben dann immer so Game Day Artikel, die dann einfach zum Teil richtig krass gut runtergesetzt sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer aus der Truppe das Cap dann für 10 $ gefunden hat und da habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt. Trägt sich super cool
Und New York Rangers ist schon irgendwie eine coole Franchise, die mir echt in dem Trip ans Herz gewachsen ist. Das muss ich auch wirklich sagen. So, ich lege jetzt mal die Mützen hier weg. Ah, eine haben wir noch. Natürlich die New Jersey Devils, auch eine ähnlich gelagerte Cap. Ihr seht schon, ich stehe doch eher auf diese gebogenen Schirme vorne. Das steht mir dann doch besser als dieses, sag ich mal, ganz breite. Ich habe zwar von den ganz breiten auch ein, zwei Caps zu Hause, aber wenn ich mir den direkten Vergleich mal so für mich persönlich anschaue und merke dann doch, dass mir diese Art der Base Caps besser gefällt. New Jersey Devils in Grau gehalten, hier das schöne Logo, schöne, solide Mütze. Natürlich am letzten Tag, wo wir bei den Devils gegen die Coyotes live waren, NHL-Spiel in Newark. Newark, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, habe ich mir die Mütze gegönnt. Sowas finde ich auch immer sehr cool, ja. Auch diese Figur könntest du natürlich locker im Internet kaufen. Die habe ich mir im Fanshop in Brooklyn bei den Brooklyn Nets gekauft. Und die Mütze erinnert mich natürlich jetzt ein Leben lang an dieses NBA-Spiel. Klar, Minnesota Timberwolves zu Gast in Brooklyn. Kyrie Irving, Auftaktmatch für ein neues Team. 50 Punkte gemacht, das ist NBA-Rekord. Das bedeutet also, er ist der Spieler mit den meisten Punkten für ein neues NBA-Team in einer neuen Saison. Das ist also NBA-Rekord. Wir durften live dabei sein. Coole Sache, finde ich schick, ist was Schönes für mein US-Sport-Merchandise-Regal. Ähnliche Figur, das ist so vom gleichen Hersteller, das ist hier von den New York Giants, finde ich auch sehr nice. Das war unser erstes Footballspiel und zwar war das am ersten Sonntag, als wir Freitag angereist waren, also im Prinzip dann schon das Wochenende, was wir dann hatten. Und das war das Spiel von den New York Giants gegen die Arizona Cardinals, sehr cool, habe ich mir natürlich dann im MetLife Stadium im Giants Fanshop gekauft. Gleiche Geschichte, einen Tag später dann natürlich die New York Jets im MetLife Stadium beim Monday Night Game gegen meine New England Patriots. Das habe ich mir dort dann entsprechend im Fanshop gekauft. Auch dieser Helm finde ich eigentlich ganz nice, ist eine schöne Erinnerung. Und so einen solchen, auch in der Größe, habe ich von den Chicago Bears, den habe ich mir damals bei meinem USA-Sporttrip nicht, ne, bei meinem USA-Urlaub mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau gekauft und zwar von den Chicago Bears. So, hier noch ein paar ganz, ganz schicke Sachen. Kommen wir mal hier natürlich mit entsprechendem Schutz, dass es nicht verstaubt, sieht auch schick aus, lässt sich im Regal so auch schöner präsentieren. Natürlich ein Baseball von den New York Yankees, einfach schick. Kann man nichts verkehrt mitmachen. Ich habe aus 2012 auch einen von den Cleveland Cavaliers mir mal gekauft. Gleiche, ansonsten eigentlich ähnlich. Den habe ich in so einer Kugel, aber ansonsten auch von der gleichen Art dann gegen Staub im Regal stehen. Kommen wir mal noch hier zu einer schönen, ja, ich sag jetzt mal Gedenkmünze, einer Fanmünze, wie auch immer. Aaron Judge, natürlich der Right Fielder von den New York Yankees, schönes Erinnerungsstück, wie ich finde, steht auch in meinem Regal. Und ja, wird mich natürlich auch immer an dieses spontane Baseballspiel erinnern, an das wir gleich am ersten Abend reingestolpert sind, dass ich meine Yankees mal live sehen würde. Da kriege ich ehrlicherweise schon wieder feuchte Augen, wenn ich das jetzt hier erzähle. Coole Sache. Das möchte ich hier noch kurz mal zeigen. Derek Jeter, eine New York Yankees Legende mit einem Match-Worn Jersey. Hier ein kleines Stück in dieser Sammelkarte. Das ist eine Serie aus, ich glaube, 2004. Die 219. von 500 limitierten Karten dieser Art. Die habe ich mir für $20 in einem Spezialshop nur für solche Sammelkarten gegönnt. Da sind wir in Brooklyn noch eine gute Stunde rausgefahren. Und da habe ich mir einfach gesagt, da gehst du nicht ohne Karte raus. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich gedacht habe, das gehört sich nicht. Aber das war einfach so viel Charme, so ein netter Besitzer, so freundliches Personal. Richtig cool, hat Spaß gemacht. Da gibt man das auch mal gerne aus. Ich habe früher tatsächlich solche Karten gesammelt, allerdings von der NBA. Habe das dann aber irgendwann mal aufgegeben, weil irgendwann ufert das einfach total aus. Aber war damals eine schöne Sache, so mit 14, 15, 16 im Basketballkreis die Karten dann auch zu tauschen. War eine Menge
Fun, die habe ich mir geholt. Die steht natürlich jetzt auch in meinem Regal. Schönes Stück. So, jetzt sind wir eigentlich schon bei den letzten Sachen. Das sind jetzt hier noch ein paar Klamotten. Ich versuche sie jetzt mal mit meiner linken Hand so ein bisschen zu präsentieren. Das ist natürlich hier ein schönes bedrucktes Shirt von Aaron Judge. Hinten die Nummer 99 drauf. Ich versuche das mal hier so ein bisschen vorne hinzuschlattern. Das ist von Majestix, dem Hersteller. Das ist eine Größe L. Ja, das muss man anprobieren. LXL. Ich war aber immer dazwischen. Da ist irgendwie. Bin ich immer dankbar, wenn ich so eine Sachen halt anziehen kann. Deswegen vermeide ich das eigentlich eher, sowas im Internet zu kaufen. Zumindest wenn ich nicht bei einem Hersteller mir sicher bin, welche Größe mir tatsächlich passt. Weil natürlich kann man es hin und zurück schicken, das ist richtig, aber das ist für den Versender ein gewisser Aufwand, für mich als Käufer auch. Und das möchte ich eigentlich immer versuchen zu vermeiden. So, ich habe auch natürlich die Priorität darauf gelegt in den USA, dass ich mir Klamotten kaufe, die man so in erster Linie hier nicht unbedingt kriegt. Natürlich gilt das jetzt nicht unbedingt für das T-Shirt, was ihr gerade gesehen habt. Für diese Jacke aber sehr wohl. Ich habe sie nirgendwo in einem deutschsprachigen, ich sag jetzt mal US-Online-Shop bisher gesehen. Eine sehr, sehr schöne Jacke. Das ist eigentlich im Prinzip mehr oder weniger fast im College-Jacken-Style, wie man das kennt. Die ist aber schön dick gefüttert. Also die ist selbst für schöne Übergangsjacke, ist auch mal mein Lieblingsbegriff. So zwischen Herbst und Winter ist die super zu tragen. Ich habe sie jetzt auch ein paar Mal angehabt. Hier seht ihr das. Sehr schön gearbeitet. Hier habt ihr noch, ne, American League. Einen schönen Patch drauf auf der Seite. Hier seht ihr New York Yankees natürlich nochmal. Das ganze Teil. Aber wie gesagt, das ist auch wieder ein klassisches Beispiel dafür. Ich hätte mir die Jacke im Internet garantiert in XL gekauft, aber die hat mir tatsächlich nur in L gepasst. In XL hätte ich da ausgesehen wie ein Schlumpf, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, denn ich habe beide Größen in dem Laden anprobiert. Die hat $100 gekostet bei dem Umtauschkurs, wo wir da waren, sind das also knappe 90, 92 € irgendwo in dem Dreh gewesen. Super geiles Teil, so einfach nicht zu bekommen. Und deswegen habe ich mir sie sehr, sehr gerne gekauft. Wie gesagt, T-Shirt etc. pp. Auch Caps, wenn man weiß, welche Größen einem passen, so wie die hier. Die kann man natürlich auch gut unter anderem bei Toppers TV kaufen. Das verlinke ich in dem Video selbstverständlich auch gerne. Denn mit dem Besitzer und einem Mitarbeiter, sprich mit dem Tommy und dem Patrick, sind wir unter anderem auf dem Trip gewesen. So, jetzt muss ich sagen, jetzt kommt noch was ganz Besonderes. Und da muss ich tatsächlich auch ein bisschen meine Emotionen ein bisschen runterschlucken, denn der Thomas aus Linz hat mir doch glatt und das, ich habe echt gedacht, ich träume, als ich es ausgepackt habe, hat mir dieses Trikot per Post geschickt und als vorweihnachtliches Geschenk geschenkt. Was soll man dazu sagen? Ja, ihr wisst es. Hey, 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 kann ich da eigentlich nur zu sagen. New York Rangers, ja. Habe ich mich verliebt in die Franchise, muss ich irgendwie auch gestehen und ist ja auch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ja, sehr schön. Danke an der Stelle nochmal an Thomas. Ja, da ruder ich ein bisschen, aber ich habe mich wieder gefangen, alles in Ordnung. Coole Sache, ich zeige euch natürlich auch gerne mal den Spieler, der hinten drauf ist. Das ist nämlich die 10, das ist nämlich Panarin. Ich glaube sogar, dass der von den Blackhawks gekommen sein müsste vor der Saison. Das generell so eigentlich jetzt meine beiden Lieblingsteams, kann man schon sagen. Und die Rangers in jedem Fall auch. Das waren zwei richtig geile Trips. Lieber Thomas, danke nochmal an der Stelle für das tolle Geschenk. Du hast mir ja grundsätzlich gesagt, dass du mir Fotos schickst auf den Stick. Das hast du auch gemacht und das war dann noch da mit drin. Mit einem ganz lieben Anschreiben von dir. Ganz lieben Dank nochmal an dich. Große Klasse, habe mich da mega drüber gefreut und wird immer ein Ehrenplatz bei mir, in meiner US-Sportsammlung haben. Definitiv. So, das Einzige, was gefehlt hat, ist jetzt, glaube ich, noch ein Yankees-T-Shirt. Das war jetzt gar nichts Besonderes. Ich glaube, da war irgendwie was mit Playoffs aufgedruckt. Das habe ich nämlich gerade unter, deswegen möchte ich es euch jetzt hier nicht hinlegen, ansonsten hier nochmal alles präsentiert hier in der Küche. Ja, wenn man Familie hat und zwei Kinder, dann hat man nicht so wahnsinnig viel Platz. Ich habe hier noch eine Decke drüber geworfen, eine bunte, damit das nicht so öde aussieht. Ich hoffe, euch hat
das Video mit den Artikeln ganz gut gefallen. Ich hoffe, euch hat auch gefallen, wie sehr man das Ganze dann doch mit Erlebnissen vor allem verbandeln kann. Und das ist einfach Geschichte, die ihr hier seht. Und zwar die Geschichte meines Sporttrips. Und Jungs, auch an der Stelle nochmal ganz liebes Danke an euch alle. Das war mega, diese 8 Tage. Das ist für mich noch so dermaßen allgegenwärtig und wird es auch in irgendeiner Form immer bleiben. Ich möchte an der Stelle noch gar nicht, was Videos angeht, zu dieser Sportreise möchte ich noch gar nicht das Buch zumachen. Ich werde auch jetzt noch, ich hoffe, ich schaffe es noch vor Weihnachten, dann entsprechend ein paar Videos noch zusammenschneiden, wo ich Fotos präsentiere. Das Ganze werde ich dann aber auch in unserer WhatsApp-Gruppe kurz bekannt geben, damit ihr da Bescheid wisst. Und bei, nicht bei Twitter, sondern bei Facebook auch nicht. Mein Gott. das werde ich dann auch auf Social Media entsprechend mit einem kleinen Hinweis bekannt geben. Also, lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße nochmal an alle und ciao und servus. Euer Jens von Minga Sports und auf dass wir immer in irgendeiner Form alle miteinander verbandelt bleiben, denn der Trip, der wird uns ein Leben lang verbinden, egal wie viel oder wenig Kontakt man dann mit dem einen oder anderen noch hat oder eben auch nicht. Ganz liebe Grüße an euch alle. Euer Jens.